Hallo, danke an Senior und an Elisabeth. Beide unterstützen Erklär mir die Welt neu und machen damit den Podcast und damit auch diese heutige Folge möglich. Genau wie alle anderen, die schon länger dabei sind. Alle Infos dazu gibt's auf erklärmir.at. Vielen Dank an euch alle. Diese Folge über die Fridays for Future wollte ich eigentlich am Dienstag bringen, weil die Klimaproteste der Schülerinnen und Schüler eh jede Woche stattfinden. Heute gibt es aber in mehr als 1000 Städten koordinierte Proteste. Und darum wollte ich die Folge am selben Tag bringen. Heute gilt also nur für die, die die Folge auch wirklich heute am Freitag schon anhören. Lasst euch nicht von dem verwirren, was ich im Podcast sage. Also ich rede am Anfang davon, dass die Proteste schon stattgefunden haben. Denn eigentlich war, wie gesagt, die Veröffentlichung erst für den Dienstag nach den Protesten geplant. Viel Spaß bei der Episode. Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über Fridays for Future, also die weltweiten Schülerinnenproteste für eine aktive Klimapolitik. Und dazu ist Matti Rando zu Gast. Hallo. Hallo. Matti, bevor wir loslegen, kannst du dich bitte kurz vorstellen? Sehr gerne. Ich heiße Matti Rando, bin 14 Jahre alt und gehe in die AHS Rahlgasse und bin bei Fridays for Future Wien im Organisationsteam aktiv, betreibe da zum Beispiel auch den Twitter-Account. Cool. Erklär uns kurz, was ist Fridays for Future? Worum geht's da? Ja, Fridays for Future ist eine Protestbewegung, eine Jugendprotestbewegung, die ausgelöst worden ist durch Greta Thunberg, eine schwedische Schülerin, die Anfang dieses Schuljahres die Schule gestreikt hat vor ihrem Parlament in Stockholm und damit dann eben eigentlich auf der gesamten Welt Leute inspiriert hat dazu, das ihr gleich zu tun. Spätestens bei ihrer großen Rede auf der Klimakonferenz in Katowice ist sie dann quasi zur Weltberühmtheit geworden. Und inzwischen ist es so, dass wir jeden Freitag in Wien jetzt zum Beispiel von 5 vor 12 bis 2 am Heldenplatz streiken für eine konsequentere, nachhaltigere Klimapolitik. Und diesen Freitag am 15.03. machen wir einen größeren Streik noch, den weltweiten Klimastreik, wo überall auf der Welt noch stärker mobilisiert wird. Was man dazu sagen muss, wenn sich die Leute das anhören, das kommt erst am Dienstag, das heißt, der Freitag, von dem wir sprechen, das ist der, der vergangene Woche war. Um 5 vor 12 fängt sie an, das ist ja witzig, um darauf hinzuweisen, es ist 5 vor 12. Genau, ja. Ja. Seit wann macht sie das? Wir haben begonnen im Dezember, also in Wien gibt es den Dezember, ja. Und seither geht es ja jeden Freitag auf den Heldenplatz, oder? Genau. Also wir sind jeden Freitag dort. Wir haben jetzt die Zeiten geändert, damit auch mal andere Stunden dann für die Schülerinnen und Schüler ausfallen, wenn sie die Schule bestreiken dort. Früher war es von 10 bis 13 Uhr, jetzt ist es von 5 vor 12 bis 2, wo eben auch dieser Witz mit dem 5 vor 12 drinnen ist. ja, und das soll auch danach weiterlaufen natürlich. Und ihr geht's während der Schulzeit dahin. Was sagen da eure Lehrer oder Eltern dazu? Na, die Reaktionen von denen variieren sehr stark, weil da hängt es immer von ihrer persönlichen Meinung auch ab. Mhm. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die uns da total unterstützen, die teilweise uns auch freigeben, weil sie das ja gesetzlich können für bis zu einen Tag. Andere sind da strikt dagegen und sehen das als Ausrede, um nicht in die Schule gehen zu müssen zum Beispiel. Also gibt es die verschiedensten Sichten und ja, also es hängt sehr viel von der persönlichen Meinung ab. Und wie ist das bei dir in der Klasse? Gehen da mehr Leute hin oder bist du da der Einzige? Also wöchentlich bin ich bis jetzt der Einzige. Einmal war schon jemand aus meiner Klasse dabei. Einmal waren wir sogar als Klasse, als Exkursion dort und ich durfte am Heldenplatz ein Referat über die Versammlungsfreiheit halten. Also man kann das sicher auch mit Exkursionen zum Beispiel verbinden. Am 15.03. werden aus meiner Klasse fast alle kommen. Und wie bist du persönlich auf die Idee gekommen, erstens, da will ich hin, ich will da was machen und zweitens, ich organisiere sogar mit? Ja, also eben, ich habe mitbekommen von der Greta und dann infolgedessen auch davon, dass es jetzt in Wien das auch schon gibt. Mhm.
und habe dann die Möglichkeit genutzt, also wir hatten eine Notenkonferenz im Jänner, da war ich das erste Mal dabei und hatten deswegen schon um 12 aus. Da bin ich dann um 12 hingekommen, habe eben noch keine Stunde verpasst, habe mir das angeschaut, bin dann danach zur Nachbesprechung mitgegangen und da bin ich einfach ins Organisationsteam reingerutscht. Und ich war eben, ich war halt auch offen dafür, das zu tun. Also ich wollte mich da einfach engagieren, weil ich mich durch die Greta immer mehr damit informiert, also darüber informiert habe, über diese Krise, in der wir uns befinden und in die wir uns immer weiter reinreiten. Und je mehr ich mich darüber informiert habe, desto klarer wurde mir auch, da müssen wir was tun, da muss aber auch ich persönlich was tun. Das heißt, der Klimawandel, die Klimakrise ist dir ganz stark bewusst worden durch die Greta Thunberg? Oder war das vorher auch schon länger irgendwie ein Thema, das dich beschäftigt hat? Also davor erging es mir wahrscheinlich so, wie es vielen jetzt noch ergeht. Ich war zwar aufgeklärt über den Klimawandel, war das alles bewusst, aber ein wirkliches Bewusstsein war trotzdem nicht da. Also es ist jetzt auch so, wenn man in meiner Klasse jetzt zum Beispiel fragt, und ich will jetzt natürlich niemanden beleidigen, was sind konkrete Maßnahmen, die man gegen die globale Erwärmung treffen kann? Und dann kommen Sachen wie, ja, dann esse ich halt einmal in der Woche kein Fleisch oder einmal weniger Fleisch oder wir trennen ja Müll. Dann ist das irgendwie bezeichnend, dass da ganz schön viel schief läuft in der Klimabildung. Und weiter habe ich früher auch nicht gedacht. Und die Greta hat mich dann dazu inspiriert, mich eben mehr damit also darüber zu informieren. Und dann ist mir auch klar geworden, dass das eben nicht reicht, bei weitem nicht. Und ist das in der Schule ein Thema, der Klimawandel? Ja, also unsere Schule ist es sogar so, wir haben drei Schwerpunkte, wovon einer Umwelt ist. Das heißt eben, das Grundwissen ist eigentlich da, das Bewusstsein ist aber trotzdem selbst bei uns nicht da, obwohl es ja bei uns eigentlich da sein sollte. Ja, und es ist schon ab und zu Thema, auch im Unterricht, jetzt nicht allzu häufig machen, halt ab und zu Aktionstage dazu. Das ist so jetzt das, was unsere Schule von den meisten anderen AHSen, Gymnasien unterscheidet. Und du hast gesagt, viele deiner Kolleginnen und Kollegen sind sich noch nicht ganz bewusst, wie dramatisch die Lage ist. Hast du das Gefühl, dass sich deine Lehrerinnen und Lehrer dessen bewusst sind? Auch das variiert, muss man dazu sagen. Also da gibt es durchaus welche, die sogar sagen, Fridays for Future sei nicht radikal genug, weil es nicht genug weh tue. Auf der anderen Seite gibt es wieder welche, die sagen, das ist völlig verrückt, dass wir jeden Freitag die Schule schwänzen. Aber sich der Umweltkrise bewusst sind sich schon die meisten. Kannst du uns mal durchführen, wie so ein Klimastreik abläuft? Triffst du dich da mit Freunden? Gehst du mit Freunden gemeinsam hin? Und was macht ihr dann dort vor Ort? Also ich gehe, wenn ich hingehe, meistens mit älteren Leuten hin, weil es da schon von meiner Schule ab und zu ein paar gibt. Und dann gehen wir zum Heldenplatz. Wir sind ja sogar die nächste Schule am Heldenplatz und sind da quasi in 10 Minuten ja eigentlich. Und dort gibt es ein Programm, was bedeutet, es wird Musik gespielt. Es gibt Sprüche, wir singen zusammen, alles Mögliche. Es gibt Möglichkeiten, wo man an Bannern malen kann, Plakate macht, sich informieren kann. Also es gibt wirklich etliche Möglichkeiten, auch vor Ort was zu tun und irgendwie dabei zu sein und natürlich auch mitzumachen. Und das zieht sich dann halt durch den ganzen Streik immer. Also das ist jetzt als ein wöchentlicher Streik. Und kannst du uns was darüber erzählen, wer die anderen Leute sind, die dorthin gehen? Sind die so jung wie du? Sind die älter oder vielleicht noch jünger? Warum sind die dort? Also in unserem Kernorganisationsteam bin ich der einzige Schüler. Also es gibt auch keine Schülerin. Das sind alles Studierende, beziehungsweise auch ein Parent for Future. Das ist eine Gruppe, die sich jetzt gerade neu gebildet hat von Eltern, die uns auch unterstützen. Das heißt, also es hat mich am Anfang sogar ein bisschen schockiert, dass ich da der einzige Schüler bin. Trotzdem habe ich aber gemerkt, dass es eben, man muss nicht Schüler sein, um trotzdem sich auch zur jungen Generation dazu zählen zu können, weil das dürfen die Studierenden, finde ich auch. Und wenn die Studierenden dann da in der Organisation den Schülern und Schülerinnen noch ein bisschen die Flügel heben vielleicht, dann ist das ja auch hilfreich. Und die sind auch aus ähnlichen Gründen dort wie ich. Ihnen ist halt die Lage bewusst. Und also sind auch welche dabei, die sich mit dem Klima schon länger befasst haben, das studiert haben, in welcher Form auch immer, also denen das deswegen auch bewusst ist, aber sind alle inspiriert von der Greta.
Und die Leute, die vielleicht jetzt nicht zum Organisationsteam gehören, aber die einfach so hingehen manchmal oder immer, sind das viele Schülerinnen und Schüler, sehr jung oder wer ist da? Also als ich das erste Mal da war im Jänner, waren es noch überwiegend Studierende, in meiner Erinnerung zumindest. Mhm. Inzwischen werden das immer mehr Schüler und Schülerinnen, was ganz gut zeigt eigentlich, dass wir jetzt an den Schulen auch angekommen sind. Was ja eigentlich uns jetzt sehr wichtig ist, dass wir da eben vor allem sogar Schüler und Schülerinnen auch ansprechen. Oder zumindest nicht vor allem Studierenden. Also da gibt es inzwischen auch teilweise Volksschulklassen, die dann mal vorbeischauen oder irgendwelche Matura-Klassen, alles mögliche, also alle möglichen Altersgruppen. Und wird das größer? Kommen mehr Leute? Es wird kontinuierlich größer. Also es ist eine langsame Bewegung von jeden Freitag, aber es wird mehr. Wie viele Leute sind da circa dort? 10, 20, 30? Inzwischen am Heldenplatz sind wöchentlich um die 300. Und wie lange willst du das machen? Oder was muss passieren, damit ihr sagen könnt, okay, unser Dienst ist getan, wir können wieder ganz normal unser Leben leben? Naja, unser Leitspruch ist, wir streiken, bis ihr handelt. Und das ist auch jetzt unser Motto eigentlich. Also wir fordern die Politik und die Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen dazu auf, etwas zu tun. Zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen, wo festgelegt ist, dass wir die globale Erwärmung bei 1,5 Grad in Bezug zu den vorindustriellen Zeit, der vorindustriellen Zeit, belassen. Das ist uns ganz wichtig und da halt Maßnahmen zu setzen, dass das so funktioniert. Und das kann sein, eine Besteuerung von CO2-Emissionen zum Beispiel. Also da gibt es eigentlich etliche Möglichkeiten. Und gibt es Reaktionen aus der Politik? Ist schon mal jemand hingekommen oder hat sich das angeschaut? Also wir haben fast wöchentlich Gemeinderatsabgeordnete, Nationalratsabgeordnete da. Die Martha Bismann ist häufiger da, der Andreas Schieder war letztens da, die Julia Herr. Der Werner Kogler war auch schon hier. Wir haben schon ein paar Reaktionen bekommen und es werden aber auch da immer mehr. Und ich gehe auch davon aus, dass es am 15.03., wenn da wirklich Tausende von Schülerinnen und Schülern in Wien aufmarschieren, da erwarten wir auch eine Reaktion aus der Politik. Es waren jetzt alles Oppositionspolitiker und Politikerinnen, die du aufgezählt hast. Die Regierung scheint sich nicht so sehr dafür zu interessieren. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob sie sich dafür interessieren, aber bisher habe ich auf jeden Fall noch keine öffentlichen Statements von ihnen dazu gehört. Wobei auch da dazu zu sagen ist, wir sind jetzt zum Beispiel nächsten Montag, also jetzt dann gestern, beim Bildungsminister Fassmann eingeladen, der mit uns ein Gespräch führen möchte, als erstes Regierungsmitglied meines Wissens, der uns da einlädt. Wir sind da schon auch in deren Köpfen drinnen, glaube ich. Wie siehst du unsere Politik, unsere Regierung, die Klimapolitik? Es ist eigentlich negativ. Also es gibt da ja Forschungen dazu, wie das in Österreich ausschaut mit dem 1,5-Grad-Ziel und da sind wir nicht auf Linie. Und das ist aber natürlich auch nicht nur das Versäumnis dieser Regierung, sondern auch der Vorgängerregierungen. Und da richten wir uns an, also da geht es auch nicht darum, welche Partei das dann ist, weil bisher hat noch keine Regierung genug gemacht. Ich habe im Vorfeld meine Hörerinnen und Hörer gefragt, was sie gerne von dir wissen möchten. Und ich habe ein paar sehr ähnliche und für mich lustige Fragen bekommen. Jetzt hat die Amna gesagt, in deinem Alter hat sie nur Pokémon gespielt. Und die Valerie hat mir geschrieben, warum seid ihr Schülerinnen und Schüler heute so cool und aufgeklärt? Bei ihr war das noch ganz anders. Ja, ich glaube, wir sind schon eine Generation, die da was bewirken kann. Und wir sind aber auch eine Generation, die merkt, dass wir das bewirken müssen. Also, weil um dieses Klimaziel zu erreichen, haben wir noch 11 Jahre übrig. Das heißt, es ist in unmittelbarer Nähe quasi. Ich meine, für uns sind ja 11 Jahre jetzt auch nicht so viel. Das sind wir halt im Studium gerade. Das ist jetzt nicht so weit hin. Und wir spüren ja auch jetzt schon die Auswirkungen auf der ganzen Welt. Also das Bewusstsein bei uns ist einfach da. Wir sind halt die letzte Generation, die was tun kann wahrscheinlich. Und aber auch die erste, die ihr ganzes Leben lang die Auswirkungen spüren wird. Und merkst du, dass das jetzt auch in deinem Freundeskreis oder in der Schule zunimmt, dass sich mehr Leute dafür interessieren und schauen, vielleicht wie ernähre ich mich oder setze ich mich politisch für irgendwas ein? Ja, also wir haben beim Mobilisieren für den 15.03.
schon gemerkt, dass ganz, ganz viele schon von Fridays for Future gehört haben. Also in den Oberstufen waren das um die 90% und bei uns auch alle positiv dazu stehen. Jetzt, was es halt teilweise noch fehlt, ist der Wille, da sich dann auch zu engagieren. Also in den Köpfen ist es drinnen, aber die Folge draus ist noch nicht ganz da. Wobei es eben da auch am 15.3. schon für den 15.3. schon sehr, sehr gut ausschaut. Wir müssen dann sehen, wie viele das sind, aber es könnten schon einige sein von der Schule. Und ja, also wir reden sehr, sehr viel drüber und das Bewusstsein ist jetzt bei uns inzwischen auch schon ziemlich da. Das heißt, ihr geht es dann auch in einzelne Klassen oder du sprichst einzelne junge Leute an, hey, wir machen das, schau vorbei. Ja, genau. Und was ist so ein Argument, das du bringst, um jemanden zu überzeugen, dass er da mitmachen soll? Ja, was ich eh auch jetzt schon gesagt habe, eben wir sind die erste Generation, die Auswirkungen spürt und die letzte, die wirklich was bewirken kann. Und es wird ja der Klimawandel bzw. die globale Erwärmung sehr, sehr häufig auf das Individuelle reduziert. Man muss dazu sagen, das Individuelle, also der individuelle Beitrag ist nicht zu vernachlässigen. Der ist sehr, sehr wichtig, dass man da nicht drauf scheißt. Aber es ist eben nicht nur der und das darauf zu reduzieren ist einfach falsch, weil es ist so, wie wenn Europa dann zu Indien, die sich ja gerade entwickeln, sagt, ja, macht ihr es halt anders. Also da muss man die Möglichkeiten dazu schaffen. Genauso muss die Politik uns die Möglichkeiten geben und klimafreundlicher zu leben, uns zu ernähren, uns zu bewegen und eben dafür brauchen wir halt die Politik und da ist jetzt das Größte, was man auch individuell tun kann, also das, was am meisten bewirkt, meiner Meinung nach, sich diesem Kollektiv anzuschließen und dann ist man auch stärker und kann die Mächtigen quasi dazu auffordern, dass sie was tun. Hast du, seit du dich jetzt mit Greta Thunberg und dem Klima stärker beschäftigt hast, auch irgendwas hinterfragt, was du vorher vielleicht getan hast oder so wie, keine Ahnung, wie er in der Familie in den Urlaub fährt, wie du dich ernährst oder? Ja, also bisher hatte ich einen nicht besonders klimafreundlichen Lebensstil. Das ist das Größte, was ich jetzt quasi ändere, ist, dass ich einfach schaue, dass ich so wenig wie möglich fliege. Zum Beispiel dieses Jahr, wir fliegen jetzt mit der Klasse nach Irland als Sprachreise. Da fliege ich dann mit, aber dafür fliege ich dann im Sommer wahrscheinlich gar nicht, beziehungsweise nur einmal wohin. In den letzten Jahren bin ich immer auch häufiger geflogen und habe ich auch mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen geredet, die ja bei Fridays for Future sich jetzt auch schon organisiert haben. Es hatte ja sogar eine Nebengruppe gebildet, die Scientists for Future, die eine Petition unterschrieben haben mit über 1000 Unterschriften. Ich glaube, ich habe zu viele Zahlen im Kopf im Moment, es können auch viel mehr sein. Ich glaube, es war 12.000, habe ich heute sein, ja, gelesen. Ja. Und die haben auch gemeint, dass der größte Teil der Emissionen, die man persönlich bewirken kann, ist, dass man nicht mehr fliegt. Also das ist einfach das Wichtigste oder so wenig wie möglich fliegt. Aber auch dann ist das Klima noch nicht gerettet, darum braucht es die Politik und darum wollt ihr die Politik ja auch wachrütteln. Mir hat ein Vater geschrieben, der fragt, wie können wir Eltern euch unterstützen? Oder sollen wir uns da ganz raushalten oder braucht ihr irgendwie Support von den Erwachsenen? Ja, wir freuen uns natürlich über jeglichen Support, gerade auch wenn dann Leute, die vielleicht in den letzten Jahren versäumt haben, da ihre Stimme quasi gehört werden zu lassen, jetzt doch noch umdenken, sich jetzt denken, okay, jetzt ist vielleicht auch meine letzte Chance, dann noch was zu bewirken und dann nicht auf der schlechten Seite der Geschichte zu stehen. Also da ist dann mein Tipp, sich bei den Parents for Future zu engagieren, vielleicht einfach mal zu einem von unseren Klimastreiks am Freitag zu kommen, eben da dann mit den betreffenden Personen zu reden und die machen dann Aktionen, die unterstützen uns in den verschiedensten Wegen und Weisen. Du weißt sehr viel über die Klimakrise und auch über potenzielle Lösungen. CO2-Steuer zum Beispiel ist ein sehr beliebter Vorschlag. Wie informierst du dich drüber? Liest du Nachrichten oder schaust du viel auf Twitter? Wie lernst du das? Ja, das ist auch eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Also über Twitter kommen in meine Timeline eh immer wieder die verschiedensten Artikel reingespült. Also geht viel über das Internet, weil es einfach ziemlich einfach ist, da an Informationen zu kommen. Ich schaue natürlich auch auf die Quellen. Und sonst ist es wirklich hilfreich, dass wir
dass wir Leute in unserem Team haben, die sich damit auskennen, die man zu solchen Dingen befragen kann. Und eben jetzt auch die Scientists for Future, die da ja auch einem sehr, sehr gerne Auskunft geben. Also es ist eine Mischung aus dem allen. Mhm. Wenn jetzt junge Leute zuhören und mitmachen wollen, wen oder wie können sie euch kontaktieren? Wir sind über Twitter in den DMs erreichbar. Das mache ich auch. Also da antworte ich natürlich sofort gerne allen, die dabei sein wollen. Dasselbe gilt für Instagram. Da haben wir auch ein sehr engagiertes Team, was super gerne antwortet. Auf Facebook sind wir natürlich auch. Also von den sozialen Medien her. Und für diejenigen, die da vielleicht nicht so neumodisch und Anführungszeichen sind, die können einfach wirklich zum Streik von uns kommen und da Leute ansprechen, Nummern austauschen zum Beispiel, E-Mail-Adresse denen geben oder einfach zu Nachbesprechungen mitkommen, zu Treffen mitkommen. Und da findet man euch unter dem Handle Fridays for Future. Genau. Du hast jetzt viel über die Politik gesprochen. Erwartest du, dass auch Firmen, Unternehmen, Konzerne da was ändern, mitmachen? Ja, wobei man auch da sagen muss, dass das von der Politik größtenteils ausgehen muss. Also wenn die Politik die Großkonzerne irgendwie besser besteuert zum Beispiel, dann müssen die ja auch dementsprechend handeln, sonst geht es in der Wirtschaft auch nicht besonders gut. Also geht es ja immer um das Wirtschaftswachstum, was ich inzwischen auch nicht mehr hören kann, das Wort. Aber wir richten uns nicht nur an die Politik, sondern eben allgemein an alle Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen. Weil man natürlich auch als Großkonzern vielleicht sagen kann, okay, vielleicht brauche ich die 2 Milliarden Umsatz jetzt doch nicht und die stecke ich in irgendwelche Umweltschutzprojekte oder habe die halt nicht, indem ich nachhaltiger produziere, was auch immer. Es geht um die Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger, die Politik und die Großkonzerne, ja. Mhm. Bist du optimistisch? Ist das Klima noch zu retten? Es ist zu retten. Die Frage ist natürlich, ob es von den Menschen zu retten ist oder ob wir es dann halt nicht mehr retten können, weil irgendwann wird sich schon wieder selbst retten, nur vielleicht gibt es uns dann nicht mehr. Und sonst ist es eine wirklich schwierige Frage, weil ich als junger Mensch da zwar schon sehr hoffnungsvoll bin, gleichzeitig, wenn ich mir aber denke, was die letzten Jahre passiert ist, nämlich ziemlich nichts, werde ich wieder ein bisschen pessimistischer. Ja, das ist halt schwierig zu beurteilen, aber wenn was passiert, dann, weil es Proteste von der Jugend gibt jetzt, oder auf jeden Fall, weil es neue Wege gibt und neue Gesichter dazu, eine neue Sichtweise auch, auf diese ganze Thematik und deswegen müssen wir es einfach versuchen. Also auch wenn es dann am Ende nicht funktioniert, was wir natürlich nicht hoffen, müssen wir es versuchen, weil es ist unsere einzige Möglichkeit, unsere einzige Chance. Und ja, wir haben ja auch nur diesen einen Planeten. Das ist ein Fakt. Meine Schlussfrage, was erwartest du dir oder was erwünschst du dir von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, die dir jetzt zugehört haben, die denken, ja, stimmt, der hat recht. Was sollen sie tun? Na, ich hoffe natürlich, dass jetzt alle total begeistert sind und jeden Freitag zu den Streiks kommen, sich wo auch immer engagieren. Es gibt uns ja auch nicht nur in Wien, muss man dazu sagen, also auch in Österreich, in anderen Städten, wöchentlich teilweise. Und ja, dass sie sich da engagieren oder ihr euch jetzt, wenn ich da direkt an die Hörer und Hörerinnen sprechen darf, eben vielleicht individuell über euren Lebensstil nachdenkt, da so umweltfreundlich wie möglich lebt, aber euch halt auch klar ist, dass das nicht alles ist und dass jetzt eben eine Möglichkeit ist, noch einzulenken in dieser politischen Frage und eben die Politik dazu aufzufordern, was zu tun, dementsprechend dann auch die Großkonzerne und so weiter und so fort. Und es ist im Moment eben meiner Meinung nach am effektivsten das zu tun, indem man sich dieser Bewegung aus Einzelpersonen auch Fridays for Future anschließt. Danke, Martin. Dankeschön. Wer mitmachen möchte, der Klimastreik findet am Freitag, den 15.03. ab 10 Uhr am Heldenplatz in Wien statt. Wo überall noch?
in Österreich, das findet ihr auf der Homepage fridaysforfuture.at. Das war die heutige Folge. Wenn ihr euch für die Klimakrise interessiert, es gibt eine ältere Folge, Nummer 21, die heißt Erklär mir die Klimakrise, wo der deutsche Spitzenklimaforscher Ottmar Edenhofer mehr dazu sagt, was wir politisch machen können im Kampf gegen die globale Erhitzung. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfehl sie bitte einem Freund oder einer Freundin und abonniere Erklär mir die Welt auf Instagram. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.